Hallo meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Heute mit einem YouTube-Format, was sich sehr großer Beliebtheit erfreut, Unboxing. Ich muss dazu sagen, ich finde Unboxing-Videos nicht so spannend, aber wir probieren das heute einfach mal aus. Ja? Gut. Demnächst kann ich übrigens auch noch andere Formate ausprobieren, Let's Play. Ja, bin ja auch Zocker, könnt euch gerne was wünschen, was ich spielen soll, und dann spiele ich das. Oder Schminktutorials. Auf jeden Fall bin ich dabei. So, aber jetzt kommen wir zum Thema. Wir packen aus eine Mavic Mini Drohne. Hier in der Fly More Combo heißt das Ding, glaube ich. Fly More Combo. Ja, der ist noch hier so, ist noch mehr dabei. Ne? Gibt das normale Paket, da ist die Drohne dabei und wahrscheinlich ein Akku und die Fernbedienung. Und hier ist noch so ein Cage dabei und noch zwei Akkus mehr und ich glaube noch so ein Ladegerät und das Köfferchen. Jawohl, wir gucken uns kurz die Verpackung an. Hier steht schon 249 Gramm. So viel wiegt das Teil, was sehr cool ist, weil ab 250 Gramm muss man schon wieder andere Sachen beachten, wie zum Beispiel diese Plakette draufkleben mit Namen und so. Und hat auch ein bisschen was mit Versicherung zu tun. Da ist 249 so eine interessante Obergrenze. Wobei ich jetzt gelesen habe, dass das eigentlich gar nicht so viel ausmacht. Zumal also in den USA und Kanada spielt es, glaube ich, eine größere Rolle. Hier ab 16 Jahren. Gerade so. Made for iPhone. Aber hier steht auch Google Play. Also Android geht auch. Klar, wissen wir ja. Muss ja beides gehen. Works with iMovie and Final Cut Pro 10. Mit Logo. Von Premiere steht nichts drauf. Aber geht natürlich, ne? Hat ja nichts miteinander zu tun. Okay, dann kommen wir mal zur Sache. Ich packe das aus hier mit meiner geilen Kinderschere. So, Müll tun wir mal. Schwupp. Da kommen wir der Sache schon näher. Da haben wir einmal hier dieses Käferchen. So, schön, schön, sehr wertig. Okay. Das sind hier diese. Das ist der besagte Cage. Da kann man um die Propeller machen und dann kann man auch drin fliegen und irgendwo andotzen und dann passiert da nicht viel. Ganz viel Gebrauchsanweisungen und Dings. USB-Charger, ne? Kann man nie genug von haben. Oh, die Akkus. Das ist, merkt man auch gleich, ist schwer. Das sind Akkus. Ich pack mal einen aus. So sehen die aus. Da ist die Kamera. So. Ja. Ist halt ein Akku, ne? Ja. Das ist halt Spaß. So. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Ne? Kommen wir doch gleich mal zum Dings. Das ist die Drohne. Ja, man muss ja jetzt dazu sagen, wie toll klein die ist und sie ist wirklich ziemlich klein. Ich habe mir ja auch schon ein paar andere Videos damit angeguckt und da wird dann auch immer gesagt, oh, guck mal, wie klein die ist und sie passt in meine Handfläche und so. Aber das kommt in den Videos nicht so gut rüber. Wahrscheinlich in dem hier auch nicht. Die ist wirklich klein und auch sehr leicht. Ne? Schon krass, fühlt sich an, ist halt wie so ein Spielzeug. Und ich meine nicht Spielzeug, Drohnenspielzeug, sondern so ein He-Man-Spielzeug hier. So ein, ne? Passt irgendwie. Wie geht das? Ich glaube, man muss erst unten. Nee, eins, da. Unfold the front arms forward. Okay, macht Sinn. Unfold the rear arms downwards. Nice, verstehe. Cool. Genau, also ihr habt schon gesehen, hier sind so fürs erste Benutzen sind hier so Aufkleber drauf, die einem gleich sagen, was man machen soll, ohne dass man da irgendwie groß nachlesen muss. Denn man will ja gleich dran rumfummeln und bevor man es kaputt macht, haben sie gleich drauf geschrieben, was man am besten macht. Ne? Da ist die 2 und die kommt dann ganz einfach so, zack, da hinten rein. Und jetzt ist es auch schon ein bisschen schwerer. He-Man, go. Please remove the gimbal protector before taking off. Okay, wir taken es noch nicht off, aber ich gucke mir das trotzdem mal an. The gimbal protector. Geil. So, hier. Das ist die Kamera mit einem Gimbal, also mit so einer Stabilisierung. Sehr cool, dass das bei so einem kleinen Teil möglich ist.
Videoauflösung übrigens so ein bisschen über HD, ein bisschen über Full HD. Ich glaube 2,7K heißt das dann. Ist jetzt natürlich nicht die Welt. Ist ja auch erstmal ein Startversuch, wirklich jetzt als Anfängerdrohne. Ah ja, das Ladegerät. Das ist ein Ladegerät für 3 Akkus. Und mit einem Akku kann man, glaube ich, halbe Stunde fliegen. So, genau, das ist nämlich, das ist aber ein ganz schöner Ausschnitt. Das ist schwer. Das ist viel schwerer als die Drohne. Das ist die Fernbedienung. Die kann man, wie so ein Transformer, kann man die hier auseinanderklappen. Ja. Da unten kommt, glaube ich, das Handy rein. Ich kann das jetzt nicht mit meinem iPhone machen, weil ich mit meinem iPhone film. Deswegen habe ich mal hier so einen alten Knochen mir rausgesucht. Also das kommt dann irgendwie wohl irgendwie so rein. Irgendwie so. Genau. Und da macht man, da hat man diese Nupsis, die kommen dann da rein. Voll James Bond-like. Dann kannst du hier die Antennen ausklappen. Dual. Ne? Besserer Empfang. Kannte ich auch mal einen Begriff für, ist mir gerade nicht eingefallen. Kann ich ja gerade mal, blende ich einfach ein. Danke. So, genau, das ist die Fernbedienung. Was ist das? Ah ja, hier. So, noch ein Set Ersatzpropeller. Falls die mal kaputt gehen, falls man die mal verliert. Kommt da mal vor. Hier das USB-Kabel. Bisschen kurz. iPhone. Ah, okay. Ich glaube, verstehe. Damit schließt man dann das Telefon an die Fernbedienung an. Weil die Funkübertragung von der Drohne zur Fernbedienung ist, glaube ich, WLAN. Und dann durch die App sieht man das auf dem Telefon dann. Hier das normale USB-Kabel zum Laden. Ersatz-Nupsis. Oh ja, ein kleiner Schraubenzieher. Ja, so, da ist... Ja, jetzt ist es ausgepackt. Wollen wir jetzt noch irgendwas auspacken? Da hätten wir noch hier einen WC-Sauberstab. Wow, mit Dispenser. Geil. Ja, das ist sauber. Sauberstab. Was haben wir noch? Jetzt wo war ich dran? Schuhe. Wow, weiße Chucks, geil. Keine Ahnung, ich... Timing. Timing ist... alles. Kapitel enden. Ohne Finale, ohne Drama. Und das ist okay. Schlagen wir ein neues Kapitel auf. Mit neuen Herausforderungen und alten Bekannten. Das Leben ist keine Geschichte. Die Geschichte ist das, was wir daraus machen. Bis zum nächsten Mal.